Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, falls es zu hören ist. Also, aber um den täglichen Rhythmus zu wahren hier, mit den Folgen, muss ich heute aufnehmen. Nützt alles nichts. Ich habe mir gerade so einen leckeren Tee gemacht hier. Die üblichen Hausmittel halt. So. Oder man halt so heute in momentan jemanden sagt, man ist erkältet oder so. Hast du Corona? Na klar. 10. Grades oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich. Mir scheißegal. Ganz ehrlich. Also, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht das Thema Corona ausdiskutieren. Aber das ist leider momentan eben doof, wenn man mal eine Erkältung hat oder so. Und es will einem alle Welt gleich Corona anschwatzen. So. Und der Witz ist, Erkältungen dieser Art, wie ich sie jetzt habe, habe ich all die Jahre immer wieder mal gehabt, wenn es in der Jahreszeit. Das ist normal. So. Ich will jetzt niemanden hier irgendwie an die Wand stellen oder so, der das mit dem Corona hatte oder so. Oder das ganz schwer hatte oder so. Von mir, es mag so sein, wie es ist. Aber ich jetzt in meiner momentanen Verfassung einfach nur erkältet und fertig. So. Ja, es ist so, aber wir sind hier nicht um über hier solche Sachen zu reden. Wir sind hier, um unterhalten zu werden. So, ich bin da, um zu spielen und euch zu unterhalten. So, deswegen machen wir jetzt auch ganz normal weiter. So, ich suche hier immer noch die Sklaven. Oh, guck mal hier, ein Harnischkraut. Das war doch für irgendeinen permanenten Trank war das doch hier. Ich weiß nicht, für welchen. So, ich suche immer noch diese blöden Sklaven. Alter, wo saßen die denn, Mann? Die saßen... Hier sind wir Nordmar, wollt ihr mich verarschen? So. Wir suchen die Sklaven natürlich, um sich zu töten. So. Und ich habe mir nebenbei ja mal rausgesucht für Okara. Und am liebsten direkt mit bei Okara weitermachen, wegen der Rüstung. Okara braucht mehr Männer. So, 56 Ruf haben wir da. Dann war noch irgendwas wegen der Mine, dass der Manik uns sagt hier wegen Mine oder so, keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ich will diese, ja, im Prinzip ist mir das Schicksal von Okara relativ pups. So, relativ bucky. So, am liebsten würde ich das Nest ganz einfach ausräuchern, eben wegen Ruf bei den Orks und so weiter. So, aber ich will diese blöde Minecrawler-Plattenrüstung haben. Ja, dafür muss ich noch Minecrawler schlachten gehen, ich weiß. Aber wenn ich das Rezept nicht habe, dann nützen mir auch die Platten nichts. So. Aber ich bilde mir ein, die waren doch hier irgendwo auf so einem... Jawohl, genau hier unten war ich hier, ja. Der ist gleich tot oder total tot, der Kerl hier. So. Scheiße. Jetzt ruckelt erstmal wieder hier die Fernsicht hier rein. Ja, nee. Ich suche die jedes Mal aufs Neue. Also von Gothic 3, die Wälder, die sind, ich verlaufe mich da gerade hier bei Sylden die Ecke. Da verlaufe ich mich wirklich immer. Da kann ich Gothic 3 30 Jahre lang spielen. Dieses Spiel ist ja 16 Jahre alt. Nur. No. Weil der Witz ist, letztes Jahr hat alle Welt 20 Jahre Gothic gefeiert, aber niemand hat 15 Jahre Gothic 3 gefeiert. Das ist der Witz. Hat keine Sau interessiert. So, ja, flieg hier runter. Komm, brich dir den Hals. So. War hier oben vielleicht jemand, sag mal. Die saßen da an irgendwelchen Lagerfeuern rum, Mann. Ja, was ist hier unten? Wo kommt der Geromp bei unten hin? Auch so ein Pass nach Nordmar. Vielleicht laufen wir gleich auf irgendwelche Orks hier stoßen, oder? Also ich weiß, man geht hier hoch durch den Wald. Ich will das Kraut da oben haben, Mensch. Ich will das Kraut haben. Was ist das? Nimm's mit, Mann. Bleib doch mal stehen, Mann. Ja, was ist das? Ach, eine Heilwurzel. Ja, wie eine Heilwurzel geht's weiter. Ich dachte, es wäre irgend sowas hier. Großes für die permanenten Tränke da. Oh. Dachte ich, da sitzt einer. So, da war ich gleich bei den Rebellen vorbeilaufen, oder? Die wollen mir auf die Drachenwurzel, sehr gut. Die wollen mir auf die Fresse hauen, weil meine Kleidung denen nicht passt. Aber ich bild mir ein, wenn man von unten kommt, zur linker Hand,
In die Berge, da waren die Sklaven. Auf der anderen Flussseite auch. Ich glaube, da gehen wir gleich als erstes mal nachsehen. So, Teiltruhe, mal rauf. Abgebrochen. Oh, ich breche dich auch gleich ab, du Pfeife. So, klappt doch. Man muss dem Helden nur drohen, man muss nur seine Sprache sprechen, dann geht das. So, nimm alles mit, ja, komm. Flammenwelle erhalten. Warum diese Zauber immer so großartig blau dort aufleuchten, das begreift auch kein Mensch. So, wie viele Belangpunkte haben wir? Zwölfe. So, Zwölfe. Was haben wir hier? Eine Klinge, eine Waffe haben wir eingesammelt. So, was ist hier oben? Hier geht's nach Nordmar, oder? Ich meine, Nordmar, ein paar Wölfe klatschen hier wegen den Fellen für die Wüste. Wäre interessant, habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Abgebrochen, oder? Naja. Oh Gott. Truhe, was haben wir hier alles noch? Sonst liegt hier nur noch Scheiße. Warte mal, das sieht aus, aber hier oben war ich schon, oder? Ja, hier oben war ich schon, dort ist diese blöde. Aber ich bild mir ein, hier oben waren welche. Also das ist ein Stück. Ich glaube, ich gehe erstmal auf die andere Seite. Ich sepp mich dann runter zu Silden und gehe auf der anderen Seite des Flusses erstmal nachsehen. Weil ich finde ja einfach keinen. Der Witz ist dadurch, dass wir sie töten wollen. Ersparen wir uns natürlich dieses leidige Thema hier, dass hier NPCs uns folgen sollen. Da war das GameStar-Video ja ganz interessant damals. Hatte ich ja bei meinem Gothic 3 React hier. Ich muss mal wieder ein paar Reacts machen. Ich habe jetzt schon mal überlegt, so Videos von Kollegen oder so, Let's Play-Kollegen jetzt zu nehmen, dann mal ein React drauf machen. Bloß, da habe ich dann ein schlechtes Gewissen. Ich würde mich über die Kollegen dann lustig machen oder so. Oder dass sie das nicht so toll finden. Das würde ich mir gern von der Backe halten. So. Deswegen mache ich sowas ungern. So. Ich meine, man muss ja da nicht nur meckern oder so, oder nur das Schlechte raussuchen. Es ist ja eben das. Hä? Hä? Hm? Hier wird gerade eine Frau sexuell befriedigt. Wo? Ich will mitmachen. Wo? Was? Links? Wo wird die Alte gerade gebumst? Da! Warte, locker. Den kriegen wir. Aber die haut wirklich auf die Mappe, oder? Weil ich ja. Ey! Hör auf, hier runter zu rutschen, Mensch! Alter. Jo. Habe ich den jetzt gekriegt? Das Problem ist, hier unten sind die Rebellen. Und die Rebellen sind ja recht oberflächlich unterwegs. Die achten ja nur auf die Klamotten von den Leuten. Ja. Aber ich glaube, wie gesagt, ich werde meine Suche hier auf der Seite gleich mal abbrechen. Auf der anderen Seite des Flusses. So. Habe ich dir gerade das Leben gerettet hier? Du schuldest mir Dank. So, wartet mal. Ja, das ist furchtbar. Was macht denn ihr ja eigentlich? Ach, das soll nicht mein Problem sein. Macht mal. Ich renne hier mal flugs durch. Tschüss. Ja. Ui. So. Da rennen wir jetzt auf der Flussseite mal lang. Am Ende werde ich jetzt die ganze Folge damit verbrauchen, hier diese blöden Sklaven zu finden. Kann das mal aufhören zu ruckeln, Mann? Ja, das ist ja das. Jetzt kommen diese ganzen Gegner, die ganzen Viecher, Mistviecher hier. Komme ich hier irgendwo hoch? Wo andere nicht hochkommen? Kommen hier alle hoch. Hm?
Nee, lass mich in Ruhe. Wir wollen da hoch. Dann sind aber überall diese blöden Viecher. Habt das dann bald mal. Alter, leck mich doch am Arsch, Mann. Ich hab keinen Bock jetzt auf euch. Habe ich hier ein bisschen Mana noch übrig für euch? Nein! Ja. Abgebrochen. So, speichern das ganze Ding. So, jetzt wollen wir hier hoch. Wie kommen wir am besten hier hoch? Wir würden mal einmal versuchen. Da könnte er mich ganz für feige halten, aber ich habe einfach jetzt kein. Oh! Man sieht nichts, man hört bloß diese verdammte Kampfmusik. Kommst du hier hoch? Ja, okay. Problem gelöst. Ja. Kann das sein, dass so ein Wildschwein weniger braucht als ein Scavenger? So, speicher mal. Ja. Ich speichere auch mal groß nebenbei. Oh Gott, es kommt schon wieder. Spielstand. Speichern, Moment mal. Jo, ist das Zeug ja endlich mal trinkbar und genießbar? Warte mal. Tee. Ja. Oder wollen wir uns wirklich durch die Viecher hier kämpfen? Ich habe nur 27 Mana-Tränke. So, warte mal auf, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wilde Blutfliege. Blutfliegen sind ja sowieso so. Die habe ich ja sowieso so gerne, weil die mich vergiften. Ja. Aber der Schnapper, der hat immer Probleme, ganz gerne hier die Berge hochzukommen. So. Und wegscrollen, das Bild hier, das ist gestaltet sich gerade auch schwierig. Als Schnapper. Das ist gerade. Der Schnapper, der hat auch zu viel gesoffen. Der kommt nicht aus der Suppe hier. Dort ist einer. Drei Stück sitzen dort gleich. Jo, überall diese Bleib Mist. stehen! Ja. Jo. Da sind sie wirklich alle auf der Seite von dem Fluss. Jo, Sklave aus Silden, du bist geflohen hier. Belia verlangt es von mir. Ja. So. Na? Schmeckt's? Guck mal hier. Vielleicht. Da brauchst du nicht kacken gehen, jetzt hast du das Loch direkt im Bauch. Guck mal und, na, aber. Er wird mich denn hier boxen, ne? Ja. Ist der tot? Nö, ich glaube, wir müssen wir nochmal, oder? Der braucht noch besondere Aufmerksamkeit, der Kerl. Da ist nichts mehr zu So. holen. Mach mal auf hier, Metalltruhe. Ich hätte gedacht, die sitzen auf der anderen Flussseite, sitzen auch noch welche. Naja, okay. Ja, von mir aus. Ist der jetzt der verdammt. Entschuldigung. Entschuldigung. So, okay. Der steht wieder auf hier. Guck mal hier. Guck mal, was ich hier Tolles habe. Ich habe hier einen Bogen mit dem Pfeil dran. Sag mir mal, ob das weh tut. So, am besten den Kopf hier. Nichts zu holen. Du sollst nicht stöhnen, du sollst mir sagen, ob es weh tut. Ja, vor Scavengern davon rennen, aber den wehrlosen Sklaven, die angeberisch umhauen. Jawohl, schon klar. Das sind die besten, wirklich, ehrlich. Das sind wirklich die coolsten überhaupt. Bei wehrlosen Kreaturen große Fresse haben, aber vor den Viechern abhauen. Ah, ja, genau. Oh, ich habe keine Mana gesoffen. Alter, willst du mich bumsen oder was willst du von mir? Geh mir aus dem Arsch, Mann. Oh, warte, 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 das haben wir gleich.
Schieß doch nicht immer sinnlos nach, Mann! Blöder Arsch! So, speichern. Aber die nächsten zwei, die saßen, glaube ich, verteilter. Die saßen nicht alle so auf dem Haufen. Ach, komm her, ja. Ja, natürlich, für den letzten Schlag ist die Mana wieder nicht da. So. Wo kam ich denn jetzt weiter hoch? Hier rum oder darum? So, zwei fehlen noch. Gehen wir darum. Das Problem ist, hier sitzt auch wieder jede Menge scheiß Mistvieh hier rum. Wir nehmen aber, wir saufen aber trotzdem noch mal Mana hier. Na komm, wenn wir einmal dabei sind, da kannst du dich voll saufen hier. Bist du halt besoffen. So, wir machen aber gleich mal Ferndiagnose an hier. So, dass wir wissen, was hier die Sache ist. Scavenger. Sag mal, bei dem anderen hat auch bloß ein Schuss gebraucht, Mann. Kann die Magie sich mal entscheiden, ob die Video nun wirkt? Nö. Ich glaube, hier oben geradeaus irgendwo in der Richtung saß auch noch einer. Hier sind Bretter, hier muss auch noch einer sitzen. Oder? Ja. Jo. Da ist Lava aus Silden. Guck mal, ich habe hier Pfeil und Bogen. Guck mal hier. Was ist, wenn ich jetzt auf dich schießen würde? Was passiert dann? Dir werde ich helfen. Ach, dann wirst du mir helfen, das ist nett von dir. Du hast einen Pfeil im Kopf im Übrigen. Oh, ja. Gebratene Fleischwanze und eine Waldbeere. Erhalten. Lecker. So. Es muss ja hier irgendwo noch der fünfte sitzen. Und da, Scavenger. Speichern. Die holen wir natürlich mit hier magischer Power. So, guck mal da, Scavenger. Zack. Er greift natürlich wieder den hinteren an, statt den vorderen. Alter, das ist jedes Mal das gleiche. Ob nun hier bei Gothic 1, 2, 3, 4 oder 5. So, immer das gleiche Thema. So, ich bilde mir ein, der letzte. Warte mal, die letzten beißen die Hunde. So, Sklaven aus Silden. Ja, einer fehlt noch. So, speichern wir gleich mal. Nochmal Mana saufen für die Mistviecher. Da habe ich auch keinen Bock. Nö. Wo ging es denn hier noch höher? War das hier? Nee. Warte mal, was ist hier? Was ist das denn? Waldbeere. Lecker. Die dürfen auf keinen Fall liegen lassen. Dann gehe ich nach Hause. So, kommen wir hier hoch? Wir gehen einfach mal. So erklimmen wir Berge, die wir nicht erklimmen sollen. Na komm hoch hier. Passt doch. Warte, warte. So. Sehr gut. Bravo, Junge. So. Jetzt hauen wir uns aber noch einmal einen Mana-Trank hier hinter die Binde, damit wir die Ferndiagnose hier machen können. So. Damit wir den ganzen Scheiß auch sehen. Wie ich in den letzten Folgen schon gesagt habe, durch dieses originale Gothic 1 und 2 Grau hier von den Scavengern, da sieht man die hier in der Wildnis recht schlecht. So. Das hier oben sieht relativ weitläufig und so leer aus, als sollte ich hier gar nicht sein. So. Dort sind diese wunderschönen Wasserfälle. So. Ich glaube aber hier hinten, das Ding sagt mir gerade überhaupt nichts hier, wenn ich das so sehe. Das Ding ist mir ja völlig neu die Ecke. Aber so weit hinten sitzt keiner hier. So, das weiß ich. So, wir könnten ja hier eigentlich mal lang gehen. Oder? Das Problem ist, dass der Rückweg wieder so weit. Dort hoch kommen wir wahrscheinlich auch. Aber wisst ihr, was wir dadurch sehen hier? Das Wasser kommt ja aus der Wiese raus.
Nee, aber wir suchen die Sklaven. Könnte man eigentlich mal machen, so ein Wasserfall, so ein Stream hier. Auf dem zweiten System hier den ganzen Tag mal so ein Wasserfall-Stream laufen lassen. Ja, das stört mich ja hier. Das Einzige, was da worauf es geht, ist der Upload vom Internet. Aber ansonsten ist ja dann auf einem anderen System, das kratzt mich ja hier nicht mehr. Da kann ich trotzdem hier arbeiten. So richtig krass ausnutzen, dass man halt, dass ich das halt, das ist mein altes System, mein bisheriges System ja noch nutzbar habe. Das war mir ja wichtig. Das ist gerade, wenn ich hier die Weihnachtsfolge und sowas gemacht habe, kann der von mir aus so seine paar Stunden dort rendern oder wie lange der gebraucht hat? Und ich kann hier gemütlich an dem System ja gemütlich arbeiten. So, jetzt renne ich nochmal in die Ecke, um zu sehen, dass da nichts ist. So, jetzt bin ich hier hochgerannt. Für was? Für gar nichts. So, kommen wir hier unbeschadet runter? Ich speichere gerade mal. Habe ich gerade schon, oder? So. So, hier sind... Warte mal, stand hier nicht einer mitten im Dreck irgendwo? Dass ich ein oder. Wo war denn der fünfte? Da war einer? Was ist denn hier? Hä? Das ist doch auch ein Toter hier, oder? Das war ich aber nicht. Oder? Ist das einer von denen? Ach so, doch, das ist einer von denen. Ich hatte jetzt nicht mal vergessen, dass er hier vorgerannt gekommen ist. So, okay. Entschuldigung, mein Fehler. So, Waldbeere. So, speichern mal, falls uns hier irgendein Tier anfällt. So, ich wollte das in der Folge schon geschafft haben mit denen. So, wilde Blutfliege. Was ist hier vorn? War hier vorn noch einer? Oder wirklich auf der anderen Seite? Nee. Ja, sind das dann Rufpunkte für Silden oder für die Orks? Das hier vorne, Mann! Alter! Hör doch mal auf mit der Scheiße, da sitzt er doch! Alter, ja, kotzt mich an, ehrlich! Wo schießt denn du hin, Mann? Entschuldigung, aber das ist doch, habt ihr das gesehen? Der schießt irgendwo sonst wohin, aber nicht auf die, wo er hin soll. Ja, da wird er wieder richtig weibisch in der Stimme hier. Das ist Wahnsinn. Oh, Kollege, deine Sklavenfreunde sind tot und ich kann dich hier nicht einfach so sitzen lassen, so allein. Zack. Oh, du schreckst mich? Nee, nee. Ich hab dir den Rücken gestochen. Schlagen sieht anders aus. Warte mal, wird dir mal zeigen, wie es Schlagen aussieht? Bleib stehen! Ja, ja, warte, ich zeig dir gleich, wie Schlagen aussieht. Das kannst du gerne haben. So, wir gehen mal ins Inventar. So, schalten mal die Waffe aus. So. Ach nee, dann nimmt er die Waffe doch in die Hand. Na egal. Guck mal. Das ist Schlagen. So. Und das? Na, komm. Und das ist Abstechen. Ja, töte die Entlaufenden, ruf bei den Orks. Ein Punkt für 5 Sklaven. Da hätte ich lieber 5 Punkte gehabt. So. Okay. Die entlaufenden Sklaven sind Geschichte. So. Mein Gott, sind wir böse. So. Wo ist mein Teleporter?
Oh. Oh Mann. Teleporterstein für Silden hier. Jo, wir liegen ganz gut in der Zeit. So, wer hat uns den Auftrag jetzt eigentlich gegeben? Silden, auf der Suche nach dem perfekten Schiff, befreien, nö. Jagd fürs Klares. Ach so. Ja, wo finden wir den denn? Keine Ahnung. Na, den bei den Silden. Ja. Warte, warte. Stopp, stopp, stopp. Das steht doch hier mit dabei, oder? Besiege. Man muss immer erst hier draufklicken, damit man scrollen kann. Töte dir ins laufende Zappo-Deck. Das war ja dieser Sklavenmeister in einem Lager da. Ja, der da. Wo ist der Penner? Ja, ja. Tag. Jo. Die entlaufenden Sklaven sind tot. Sehr gut. Dann können sie keinen Ärger mehr machen. Das wird den anderen eine Lehre sein. Mit den Orks legt man sich nicht an. 500 Gold und 400 Erfahrung. So. Gut. So. Jetzt waren wir eigentlich fertig. Und Sildenruf 60. Immer noch nicht. Moment. Nee. Aber ich würde trotzdem erstmal wieder in der nächsten Folge dann bei Okara tatsächlich weitermachen wollen. Weil ich habe mir, wie gesagt, die Lösung hier aufgeschlagen, weil gerade mit den Okara braucht mehr Männer. Ja. Dann sollen wir hier noch ein paar Leute finden. Nein, stopp, 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 stopp. Haben die mich schon gesehen? Stopp. Die sind ja wieder so klamottenorientiert. Die gehen ja nur nach dem neuesten Trend. Oder nach dem ältesten Trend hier. Das ist ja die Schattenrüstung aus dem alten Lager. Ja. So, wir sollen ja noch zwei finden, ganz ehrlich. Warte mal. Fraser haben wir. So, dann haben wir Candela. Dann haben wir einen. Ne, den haben wir nicht hergeschleppt. Hör doch mal auf. Mann. Rendel haben wir, das waren vier hatten wir hergeholt. Rendel, die beiden Typen und den Feuermagier, genau. Die vier Leute haben wir hergeholt. Dann soll irgendwo noch ein Schürfer rumsitzen. Warte, warte. Der Schmied, warte mal, ich habe das nämlich hier offen nebenbei. No. Der Schmied, Verluste, bla bla bla. In einem Loch unter der Erde, östlich von Okara. Wo ist eigentlich mein Kompass? Hat sich der Hasenfuß Kent verkrochen? Kent. Östlich von Okara in einem Erdloch. Müssten wir erstmal rausfinden, wo hier östlich ist. Konnte man den Kompass hier irgendwo einschalten? Ich hab den nie an- und ausgeschalten früher. Ja, kann dir doch egal sein, ist es aber nicht. Ich brauch den. Na. Wie lange haben wir? Jo. Wir stehen jetzt, wir sehen jetzt vom Eingang von Okara weg. Dann gucken wir auch mal auf die Mappe. So, östlich in dem Erdloch. Östlich. So, wäre, wenn wir jetzt auf die Karte sehen, östlich ist ja immer rechts. So. Und Westen ist links. Das heißt, wir müssen uns mit dem ein Stück nach links drehen. So, da müssten wir in die Richtung, müssten wir dieses Erdloch finden. Ich weiß echt nicht mehr, wo das ist. So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. So, in der nächsten Folge wollen wir hier das mit den Männern für Okara hier fertigstellen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob der Ruf reicht, aber vielleicht hat er nicht irgendwas gesagt, wenn ich die Quest für ihn mache, gibt er mir das Rezept. Habe ich das so verstanden? Ich weiß nicht mehr. So, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.